Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Der Airfryer, eine gesunde Alternative, um zu frittieren. Frittiertes Essen ist zwar lecker, aber leider nicht gesund. Dafür gibt es jetzt aber jede Menge Alternativen. Denn du kannst fettfrei in einem sogenannten Airfryer oder einer Heißluftfritteuse frittieren. Das schmeckt nicht? Da möchten wir dich eines Besseren belehren. Denn die Zubereitungsart ist nicht nur wesentlich fettarmer, sondern auch noch gesünder, schonender und energiesparender. In einem Airfryer lassen sich viele Nahrungsmittel fast fettfrei und schonend zubereiten. Als erstes denkst du vielleicht an Pommes, die auch tatsächlich in einem solchen Gerät ohne Fettzugabe bzw. mit ganz wenig Fettzugabe trotzdem knusprig und lecker werden. Normal frittierte Pommes haben ca. 15% Fett, die in einem Airfryer zubereiteten gerade mal 3%. Das ist ein Riesenunterschied und ein großes Plus für deine Gesundheit. Oder wie wäre es mit selbstgemachten Kartoffelecken? Auch kein Problem. Aber das ist bei Weitem nicht alles, denn in einem Airfryer kannst du auch zum Beispiel Fischstäbchen, Hähnchenschenkel, Frühlingsrollen, Gemüse, Fisch und Steaks fettfrei zubereiten. Sogar backen kannst du oder Brötchen aufwärmen. So vielseitig einsetzbar. Da das Gargut mit Keimen bis wenig Fett in Berührung kommt, bleibt nicht nur der Geschmack zu 100% erhalten, sondern auch das Aussehen bzw. die Farbe wird sich nicht verändern. Eine wirklich gesunde Alternative für die Zubereitung von Frittiertem. Ein Airfryer ist wirklich eine Bereicherung für jede Küche. Wer schmeißt schon gern den ganz großen Backofen an, um ein paar Chicken Nuggets für die Kinder zum Mittag zuzubereiten? Ideal auch für den kleinen Haushalt, um schnell ein gesundes Abendessen zuzubereiten. In diesem geschlossenen Gerät geht das viel schneller und effektiver und auch noch energiesparender. Natürlich unterscheiden sich die Geräte in Größe und Funktion und da solltest du genauer hinschauen, was du genau benötigst. Viele Anbieter bieten unterschiedliche Geräte an. Versuche den Airfryer zu finden, der genau deine Bedürfnisse befriedigt und wenn du ihn einmal in Betrieb hast, wirst du ihn gar nicht mehr missen möchten und auch deine Gesundheit wird es dir danken. Guten Appetit und bitte bleibt gesund! Danke fürs Zusehen! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.